Kapitel 1 von Die Gifthöhlen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Gifthöhlen von Ernst Constantin. Kapitel 1. Zwei musterhafte Geschäftsleute. In einer Stadt lebten zwei Kaufleute, die einander sehr gram waren. Daher, sie zankten sich beständig oder sahen sich gar nicht an. Der eine hieß Friedrich Fischer und hatte einen Materialwarenladen, in welchem er Kaffee, Zucker, Schnupftabak und noch vieles andere verkaufte. Er war als guter Christ getauft und lebte auch als solcher. Wenigstens ging er alle Sonntage in die Kirche, so daß die Leute ihn für einen solchen halten mußten. Der andere hieß Salomon Lilienstein und war, wie schon sein Name sagte, Israelit. Er hatte einen Schnittwarenladen und verkaufte Schürzen, Unterröcke, Kleiderstoffe und was sonst noch dazu gehörte. Ebenso fromm wie sein Nachbar Fischer ging er fleißig in den Tempel und aß nie Schweinefleisch, wie es einem guten Juden zukommt. Und wenn er ja einmal ein Würstchen aß, so ließ er es wenigstens nicht sehen. Diese zwei waren arge Neider. Beide standen immer an ihrer Ladentüre und suchten die Kunden mit schönen Redensarten zum Kaufen zu bestimmen. Kam jemand zum Nachbar Fischer, so war dieser ungeheuer höflich, lobte seine Waren als die allerbesten und billigsten und gab wohl auch den Kindern ein Bonbon oder Zuckerstängel, damit die Eltern bald wiederkommen und noch recht viel kaufen sollten. Dabei brachte er aber das Gespräch immer wieder auf seinen jüdischen Nachbarn Lilienstein und sagte den Leuten, unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit, dass dieser nur fehlerhafte Ware verkaufe, welche er sehr billig zu kaufen bekäme. Die Schürzen hätten Flecken, die Unterröcke Löcher und die Kleiderstoffe hielten nicht lange. Hatte nun jemand wirklich einmal eine Schürze gekauft und darauf einen kleinen Flecken bemerkt oder einen Unterrock, an dem die Naht ein wenig aufgetrennt war, oder wenn ein Kleiderstoff, aus dem der Gevatter Müller vor 2 Jahren eine Sonntagsjacke sich hatte machen lassen, nach dieser Zeit ein Löchlein zeigte, so führte Nachbar Fischer alles auf die schlechte Ware und den betrügerischen Sinn der Judenseele zurück. Wie Fischer den Nachbar Lilienstein zu schänden suchte und die Leute aufhetzte, nichts mehr bei ihm zu kaufen, so machte es Lilienstein mit Fischer. Kamen die Leute vom Lande zu Lilienstein, um ein Kopftüchle oder sonst etwas zu kaufen, so sagte er, »Werte Madame, werter Herr, wenn Sie werden kaufen immer bei mir, werden Sie sparen Ihr Geld, weil ich nur habe gute Ware, feine Ware, die ich verkaufe noch billiger, als sie mir kostet. Aber wenn ich Ihnen raten soll gut, gehen Sie nicht zum Kaufmann Fischer, dort werden Sie betrogen schändlich. Weiß ich doch, dass er verkauft billige Sorten von gebrannten Kaffee und schlechten Zucker für sehr teures Geld, dass er tut Steine in grünen Kaffee und in die Rosinen, damit sie werden schwerer, und Wasser in Schnupftabak. Fanden nun die Leute in den Kaffee und in den Rosinen manchmal kleine Steine, was ja nicht zu vermeiden war, oder hatten sie aus lauter Sparsamkeit zu einer großen Kanne Kaffee nur ein halbes Lot Kaffeebohnen genommen und kam er ihnen dann zu dünn vor, dann sagten sie, der Lilienstein hat doch recht, wir werden nichts mehr beim Fischer kaufen. Dadurch, dass die beiden Kaufleute gegenseitig ihre Ware schlecht machten, wenn auch ohne allen Grund, blieben bei beiden die Käufer weg, obgleich sie sich an ihren Ladentüren noch mehr Mühe gaben als sonst, um Kunden zu ködern. Die Folge davon war, dass sie ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen konnten und schließlich bankrott wurden. Beiden wurde das abgepfändet, was sie noch besaßen, und so standen sie eines schönen Tages vor der Tür ihres Hauses, das nicht mehr ihnen gehörte. Ende von Kapitel 1, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg.